Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr wart fleißig, habt mir bei Instagram oder in den Kommentaren geschrieben, was so eure Wunschtransfers für Arminia Bielefeld sind. Und dann würde ich sagen, legen wir damit gleich los. Teil 3 von eure Wunschtransfers nach dem Video. Nach dem Intro. Lol. Heute beziehen wir uns mal auf die Kommentare, die ihr so geschrieben habt, und wir fangen gleich an mit Fabian. Er meint nämlich Adam Ida von Norwich City. Er ist Mittelstürmer, 20 Jahre jung und ein großes Talent. Sein Marktwert liegt bei 2 Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch bis 2024. Man könnte ihn leihen, da man echt auf der Mittelstürmerposition gut besetzt ist mit Pukki. Problem ist halt nur, er hat seit Ende 2020 nur wenig Spiele mitgemacht. Grund ist eine Verletzung. Von November 2020 bis März 2021 fiel er wegen einer Knieverletzung aus und dann direkt im Anschluss fiel er wieder aus. Ab dem 7.5. ist er aber wieder spielbereit gewesen und wir wollen mal hoffen, dass seine Verletzungsmisere nicht weiter anhält. Vor seiner Verletzung hat er wirklich gut gespielt. 17 Spiele in der Liga, 3 Tore und eine Vorlage gemacht. Die Chancen auf eine Leihe stehen, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, sie haben Pukki und können das durchaus verkraften. Darum sage ich 65% auf eine Leihe. Eine Festverpflichtung denke ich mal eher nicht. Da sage ich 10%. Anthony Loll, das zweite Mal, dass er hier drin vorkommt. Er schreibt Ken Nkuba von RLC Charleroi. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Er schreibt dabei, dass er einen Vogelsammer zum Beispiel ersetzen könnte. Aber nicht nur einen Vogelsammer könnte er ersetzen, sondern auch einen Doan, denn er kann beide Flügelpositionen einnehmen. Schauen wir mal auf den guten Jungen. Wie Anthony schon dabei geschrieben hat, ist er momentan verletzt. Kreuzbandriss seit Dezember 2020. Wann er wieder fit wird, ist noch nicht abzusehen. Er ist 19 Jahre jung und spielt in der belgischen Jupiler Pro League. Zum Anfang der Saison hat er 14 Spiele mitgemacht, konnte dabei aber kein Tor beisteuern. Wenn er zu Arminia kommt, denke ich mal, wird das nicht für die Startelf reichen, aber man kann durchaus was ihm machen. Hier ist sogar ein Kauf möglich. Sein Marktwert liegt bei 300.000 Euro und das ist für ein Talent zumindest echt nicht viel Geld. Riskant ist es natürlich trotzdem, also sage ich hier 40%. Nur Robin schreibt, Florentin Muslia von Hannover 96 und Salih Özcan vom 1. FC Köln. Muslia war noch einer der besten 96er in der abgelaufenen Saison. 26 Spiele hatte er mitgemacht, konnte dabei 5-mal treffen und 1-mal vorlegen. Mit 22 Jahren ist er natürlich auch noch ziemlich jung. Sein Marktwert liegt bei 1 Million Euro. Dazu kommt, er ist nicht verletzungsanfällig. Klar, das kann sich schnell ändern, aber bislang war er noch kein einziges Mal verletzt, also ein Dauerbrenner. Seine 14-tägige Quarantäne zähle ich hier übrigens nicht mit dazu. Wie Robin schon geschrieben hat, kann er sowohl Doan als auch Vogelsammer ersetzen, denn er kann auf beiden Positionen spielen. Ein Wechsel zu Arminia ist auf jeden Fall drin, nur glaube ich, wenn er wechselt, ist auch bei ihm die Chance auf die Startelf nicht gerade so hoch. Ich gehe hier mit einer festen Verpflichtung, da er für Hannover 96 einfach viel zu wertvoll ist, und sage 30%. Salih Özcan wäre fürs zentral-offensive Mittelfeld, wenn ein Okugawa nicht gehalten werden kann. Und ja, der Junge hat's echt drauf. Seine Statistik aus der letzten Saison spricht jetzt zwar nicht so für ihn. 28 Einsätze in der Bundesliga, davon nur 8 von Anfang an. Ja, und nur eine Torvorlage. Aber technisch hat er es auf jeden Fall drauf. Dazu kommt seine Nominierung zur U21-Europameisterschaft, wo er sogar 4 Spiele mitmachen konnte. Ein Wechsel zu Arminia ist aber eher unwahrscheinlich, denn der Türke wird in Verbindung mit Galatasaray Istanbul gebracht. Hier kann er natürlich zum einen in sein Heimatland spielen, er ist Türke und wird dann in der türkischen Liga spielen, und zum zweiten könnte er natürlich internationale Erfahrung sammeln und das lockt nun mal. Ich gehe hier trotzdem mit 20%. Makaba schreibt Shanta Karl Appelkamp von Fortuna Düsseldorf und Liberator Kakase von Sandruiden. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, keine Ahnung. Deine anderen Vorschläge kommen auf jeden Fall in der nächsten Folge. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die beiden. Ja, Appelkamp. Der Junge hat eine richtig starke Saison für Fortuna Düsseldorf gespielt.
6 Tore, eine Vorlage in 21 Spielen, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Dazu kommt noch, er ist jung, mit 20 Jahren wird er sehr gut reinpassen. Der große Nachteil ist aber, er ist verletzungsanfällig, Level over 9000. In der abgelaufenen Saison war er 4-mal verletzt und nein, damit meine ich nicht, er war 4 Spiele verletzt, sondern 4 Verletzungsphasen. 2-mal muskuläre Probleme, einmal Beckenverletzung und einmal ein Muskelfaserriss. Naja, große Verletzungen waren ja zum Glück nicht dabei. Sein Vertrag bei Fortuna Düsseldorf läuft noch bis 2024 und momentan gibt es keine Wechsel. Gerüchte. Das Beste für ihn wäre einfach, wenn er noch ein, zwei Jahre bei Fortuna Düsseldorf bleibt und sich da entwickeln kann und dann eine Liga hochgeht, wenn Fortuna jetzt nicht aufsteigt. Eine Leihe kommt, by the way, nicht in Frage. Stichwort zu wichtig. Ich gehe hier mit 10% für eine feste Verpflichtung. Kakase ist ein Linksverteidiger, also ein Ersatz für Lukuki. Er ist 20 Jahre jung, sein Marktwert liegt bei 1,2 Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch bis 2023. Eine Leihe halte ich auch hier für relativ unwahrscheinlich, denn auch er ist so wichtig für sein Team. Das Gute ist, er kann auch auf dem linken Mittelfeld spielen, also er kann gleich 2 Spieler ersetzen, die gegangen sind. Natürlich nicht auf einmal, versteht sich, aber er ist halt variabel. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Außerdem wird er nicht viel Gehalt kassieren und das ist ja auch immer ein Faktor bei unserer Arminia. Aber wir kennen Arminia. Wenn es um Ablösen für Spieler geht, darum sage ich eher unwahrscheinliche 15%. Der Elias schreibt Ludwig Augustinsson von Werder Bremen. Ja, mein Freund, ich glaube, hier erhoffst du dir ein bisschen zu viel. Das Thema Ludwig Augustinsson will ich gar nicht zu breit treten hier. Machen wir es kurz, eine Leihe können wir ausschließen, Stichwort zu wichtig. Sein Vertrag läuft noch bis 2022 und er ist mit 10 Millionen Markwert einfach viel zu teuer. Selbst wenn man den Preis noch ein bisschen drücken könnte, würde ich schätzen, dass er so um die 7 Millionen Euro liegt. Und auch das wird Arminia nicht ausgeben, also 5%. Ob ich den nächsten Namen im Deutschen oder im Englischen sage, keine Ahnung. Ich sage einfach mal beides. David Donaton oder David Donaton. Erik Schuranov vom 1. FC Nürnberg. Sehr interessant auf jeden Fall. Ein wunderbares 19-jähriges Talent. Das Nürnberger Eigengewächs sollte eigentlich für die zweite Mannschaft des FCN spielen, doch seine Leistungen waren einfach zu gut. Darum, 14 Spiele hat er in der zweiten Bundesliga gemacht und in diesen hat er 5 Tore geschossen und ein Tor vorgelegt. Das ist mal eine Statistik, die sich auf jeden Fall sehen lässt. Jetzt ist halt die Frage, wie es mit ihm weitergeht. Laut Kicker soll er einen langfristigen Profivertrag unterschreiben. Doch das war Stand Oktober 2020. Bislang hat man davon noch nichts weiter gehört. Wenn man ihn holt, wäre er natürlich ablösefrei. Sein Vertrag läuft aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn Arminia ein Angebot vorlegt. Halte ich es für gar nicht mal so unwahrscheinlich und sage hier 60%. So, wir kommen zum letzten. Da gehen wir nochmal rüber auf Instagram. Die gute Tabea Egger schreibt nämlich Angelo Schnier als Fußball. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, Arminia wäre schön blöd, wenn sie den nicht fest verpflichten würden. Am besten sie geben ihm gleich einen 10 bis 15 Jahre Vertrag, denn wie jeder weiß, bei einem Fußball kommt es auf die perfekte Rundung an. Und Schnier hat einfach die perfekte Rundung. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn der verpflichtet wird, Arminia gewinnt jedes Spiel. Arminia gewinnt die Bundesliga, Arminia gewinnt die Champions League. Arminia kann sich über mehrere Jahre als bestes Team der Welt etablieren. Punkt. Auch noch mit ein bisschen Restzweifel sage ich 99% für einen Transfer. So, dann wären wir am Ende von diesem Video. Trotz des kleinen Spaßes am Ende hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir natürlich gerne weitere Spieler in die Kommentare schreiben. Dann gibt es auch noch einen Teil 4, 5, 6 oder bis ins Unendliche auch bei Instagram. Gerne schreiben, gerne folgen, gerne ein Däumchen nach oben da lassen auf dieses Video, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ein Abo auf den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne bin ich raus, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!